Hallo zurück bei der Sims 4 Decades Challenge. Das war ein erfolgreicher Geburtstag mit Mary Grace. Und ich habe eben nochmal geguckt bei den Gruppen. Angela ist momentan Gruppenleiterin der Strolche. Und deswegen wollte ich ganz gerne mit... nicht Louis, mit Clarence... mal so ein bisschen mit ihr reden. Und zwar würde ich ganz gerne darüber reden, ob nicht vielleicht wir der bessere Anführer wären für die Strolche. Denn dann können wir diese Gruppe komplett selbst organisieren. Vielleicht ist das jetzt gerade nicht so der richtige Augenblick, wo sie um ihre Großeltern hier trauert. Aber, ehrlich gesagt, guck mal hier, die beiden sehen so ähnlich aus. Und Mary Grace sieht jetzt so ganz anders aus als der Rest der Familie. Aber das gehört ja dazu. Wir sind auf einen anderen Kontinent gezogen und ich finde, sie wirkt tatsächlich etwas europäischer. Ein bisschen französisch vielleicht sogar, aber sie will sogar schon ins Bett. Naja. So, schauen wir mal, wie das bei Clarence hier läuft. Oh oh. Oh nein! Das ist meine Gruppe. Oh oh. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Das ist wohl nicht so gut gelaufen. Gut, dann hätten wir erst noch mal so ein paar freundlichere Interaktionen vielleicht machen sollen. Ja, das ist ein bisschen schief gelaufen. Fantasieabenteuer spielen. So, die anderen sind schon im Bett, aber nur ein Nickerchen ist jetzt auch nicht so sinnvoll, oder? So, Louis schläft nämlich auch schon auf der Couch. Ich sollte die vielleicht lieber mal... Ich weiß nicht... Hier, du hast doch hier noch was zu tun. Oh, Angela ist böse. Oh nein. Ja, das merkt man. Da merkt man es jetzt. Das wird nicht so leicht, sie da wegzubekommen. Dabei meinen wir es doch nur gut. Weil, weiß nicht, weil... Oh ja, guckt. Aber sie auch. Die sehen sich ganz schön ähnlich eigentlich, oder? Hm. Mhm. Ja. Komm, dann darfst du hier nochmal eben... den kleinen Busch bestäuben. Die beiden sind sehr, sehr fleißig. Das finde ich gut. Und vom Kuchen wollte irgendwie keiner was haben. Das ist aber nicht schlimm, dann haben wir den noch zum Frühstück übrig. So, Clarence ist dann sehr müde. Dann müssen wir das eben mal anders machen. Mit der Gruppenübernahme. Aber da haben wir ja auch noch genug Zeit zu. Ich wollte hier eigentlich nochmal gucken, wen wir noch zufügen können. Weil Louise... ja, letztendlich würde ich schon Louise auch drin haben wollen, denke ich. Weil, ja doch, ich würde Louise jetzt auch zufügen. Und dann haben wir auch nur noch einen Platz und das sollte dann nochmal ein Junge sein. Thomas haben wir ja in der Familiengruppe. Lia hätte ich jetzt auch eigentlich ganz nett gefunden. Oder hier Lillian. Uns gibt es gar keine Jungs mehr. Hm. Also hier Lillian hätte ich vielleicht noch... Huckleberry, Tom oder Sid, also einer von den Sawyer-Jungs. Ich würde am ehesten für Tom plädieren, weil Sid ist halt so ein Langweiler und Huck ist eigentlich nicht in der Schule, den können wir gar nicht kennen. Deswegen würde ich erstmal Tom vielleicht noch zufügen. So. Dann können wir die Versammlung auch beenden. Und die Cooper Kids Gruppe, die ist nämlich auch noch aktiv. Da haben wir allerdings keinen, der da jetzt beitreten kann momentan. Immer noch nicht. Weil irgendwie wird keiner erwachsen. Gut, aber macht nichts. Dann beenden wir die Versammlung auch erstmal. Und machen uns bereit fürs Bett. Clarence heult schon rum. Und du... Nee, du hast Hunger. Okay. Ja, die nimmt sich dann den Kuchen, den keiner wollte. Das ist aber in Ordnung. Da ist Louis. Oh Mann, er hält so gut durch. Ich bin so stolz auf ihn. Er macht das richtig gut. Okay, dann, Clara, das ist süß, wie die hier zusammen den Garten schmeißen. Och Mensch. Wie niedlich. Aber ab jetzt, da seht ihr, wie, guck mal, Ruthie ist doch viel schmaler, oder? Sie hat nicht so schmale Schultern, also vielleicht wirkt das nur so. Weiß es nicht. Seltsam. Wer kommt da?
Ah, okay. Clarence. Ach so, nein, Thomas. Okay, tschüss, Thomas. Der war auch nicht so fröhlich heute. So, Mary Grace, ist müde. Die kann ins Bett, dann kriegt die morgen ein bisschen Spaß. So. Was mit dir, Louis? Er ist nicht so müde. Ich würde gerne was mit Jessie machen. Ist jetzt aber schon 10 Uhr. Meint ihr, wir können ihn nochmal ganz kurz einladen? Ganz schnell. Vielleicht kommen die ja vorbei. So, dann hat er nämlich das hier gemacht. Und kann vielleicht mit Jessie plaudern. George kommt auf jeden Fall. Ach Mensch, und William Jr. ist nicht mehr dabei. So, dann plaudern, plaudern, plaudern. Gilt das als plaudern? Ich glaube nicht. Bin ich mir immer nicht so sicher. Tratschen gilt, glaube ich, auch nicht. Ja, wir reden mal über irgendein Logi-Rätsel. Und da ist auch Lee gekommen. Wie süß. Alle sind da. Aber eigentlich wollte er mit Jessie reden. Oh Gott, wie die aussehen in alt. Guck doch mal. Jessie und Lee. Oh mein Gott, das ist so lange her, dass die klein waren. Wisst ihr das noch? Ich glaube, das ist unfassbar. Und Georgie, der Einzige, der noch erwachsen ist, also der noch nicht alt geworden ist, aus dieser Generation. Unglaublich. Ach ja, aber sie kommen alle vorbei und William, ja, William kann leider nicht mehr. Was ist denn mit dir? Du wolltest doch auch dringend ins Bett gehen. Was macht ihr denn da für Veranstaltungen? Sie braucht Spaß, aber ich schicke sie auch mal ins Bett. Das wäre ganz cool, wenn sie hier auch noch so ein Bücherregal hätte in ihrem Zimmer, aber naja. So, Clara ist wirklich sehr, sehr fleißig. Dann kann sie das auch gerne noch fertig machen. Während hier unten die Jungs sich alle vergnügen. Oh, süß. Guck doch. Oh, Mary Grace bei den Hausaufgabenhelfen. Warum hat das jetzt nicht... Das galt irgendwie jetzt nicht. Schade. So. Oh, wie schön. Guckt mal, so ein Brüdertreffen. Das haben wir lange nicht gehabt. Wirklich nur die Jungs zusammen. Ach Mensch, wie schön. So, dann räumen wir den Müll noch weg. Lee hört sich hier so ein bisschen Musik an. Oh. Oh mein Gott. Das ist aber auch. Nee, Müll räumen wir gar nicht weg. So. Ich wollte den wegräumen. So. Okay, dann bräuchten wir jemanden, der den Müll auch noch rausbringt. Da solltest du aber bitte der Klassik zuhören. So. Huh, wunderbar. Dann haben wir jetzt alle im Bett. Aber, Louis hat auch noch ein bisschen Hunger. Deswegen können... Da! Grace ist da! Guck doch mal! Warum kam denn da so Dampf? Ist ja cool. Ja, ich glaube, er nimmt sich jetzt nochmal ein richtiges Abendessen, weil Hunger und so. Warum hat er denn eigentlich jetzt hier wieder so Puppen? Na gut. Genau, dann isst er jetzt noch kurz was. Ach, guck mal, wenn die Brüder alle zusammenkommen, dann kommt Grace vorbei. Och Mann, ich möchte so gerne den Grabstein von William Jr. haben. Das ist doch echt scheiße. Na, mal gucken, was Grace jetzt vorhat. Sie ist nicht so gut drauf. Vielleicht, weil William gestorben ist, aber dann wäre sie eher traurig, ne? Wo geht's denn hin? Machst du jetzt irgendwas kaputt? Bitte nicht. Der hält echt gut durch. Wie alt ist er jetzt? Hier steht gar nicht, wie viele Tage er alt ist. Hey! Naja gut, besser so, als dass sie irgendwas von mir kaputt macht. So kann sie meinetwegen ihre Wut auslassen. Ach
Mensch, die süße Grace. So, Louis, Tainini, wow. Ja, scheinbar ist Jessie wirklich, also Jessie ist, sehr beliebt irgendwie, ne? Jeder will immer mit Jessie reden. Shiva Flab. Ach Gott, das ist so traurig. Jetzt hat er sich extra hier dazu gesetzt und er läuft einfach weg. Aber die halten sich ja auch nicht an die Regeln. Das ist ja kein Wunder, dass da jeder zuhören will. So, kann das mal... Ja. So, findet ihr das auch noch schön? Nee, irgendwie nicht so. Die sehen sich auch recht ähnlich, ne? Nanda Wallake. Ach, mein Gott. Ich komme gar nicht... Also, ich hoffe, ich nerv euch nicht, wenn ich die ganze Zeit so melancholisch werde. Wenn ich die hier alle sehe. Georgie kümmert sich um unseren Garten. Das ist auch wunderbar. Sehr energiegeladen. Oh, ist das nicht gefährlich? Was machst du denn hier so spät noch? So, ich glaube, jetzt ist aber auch mal Zeit, ins Bett zu gehen. Die hat schon wieder Angst vor Monster, kann das sein? Dann helfen wir mal. So, komm, dann helfen wir ab. Ausnahmsweise auch mal. Weil scheinbar funktioniert das hier mit den abgeschlossenen Zimmern, Gott sei Dank. Da haben ja auch wirklich die Kinder eigentlich nichts drin zu suchen, ne? Vor allem, wenn dann einfach die ganze Familie wach wird davon. Okay, naja, gut. Kann sie denn auch gegen... Ach, guck mal, sie kann das sogar auch. Ja, dann hat sie jetzt immer Pech gehabt, fürchte ich. Gut, aber dann kann sie ja jetzt wieder ins Bett. Denke ich mal. Richtig? So. Genau, für sie wird das jetzt allerdings, glaube ich, ein Problem. Abwarten, was geschieht. Die Sterne gucken. Okay, kannst du schlafen? Guck mal. Papi hat alles wieder ganz gemacht. Ach, Gott sei Dank. Okay. Puh, dann können wir uns um den nächsten Morgen... Nee, warte, ich kann dann erstmal hier die Versammlung beenden. Gott, haben wir da viele Punkte. Wir könnten auch Clarence sogar schon einladen. Weil Clarence muss ja definitiv irgendwann in die Gruppe. Also warum nicht? Ja. Ja. Okay, dann, Louis geht's eigentlich sonst sehr gut. Der müsste dann irgendwann mal baden. Aber ich glaube, dass wir dann vielleicht erst die Kühe füttern müssen. Und Clara muss dann... Ach, guck mal. Ach, Grace, hi. Gracie und George sind noch da. George wollte jetzt hoffentlich nicht gerade Musik hören. Ich glaube nicht. Oh, Grace malt was für uns. Na, das wäre ja praktisch, wenn du das jetzt auch noch fertig malst. Dann können wir das verkaufen. Dann sind wir reich. Ja, das, wir haben auch übrigens sehr viel weniger Geld, weil ich ja, wie gesagt, noch ein paar Sachen ausgegeben habe. Frühstück müssten wir eigentlich... Haben wir noch, genau. Kannst du das einfach erstmal essen? Und vielleicht dabei ein bisschen Musik hören. Das wäre doch eine Idee. Und du auch, aber du... Ja, machen wir zuerst das mit dem Frühstück und dann kann sie baden gehen. Weil vielleicht müssen die Kinder auch baden und dann, Oh, Clara, bist du schon ausgeschlafen? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen, eigentlich. Oh, und mit Ruthie wollte ich auch natürlich hier noch die Sachen, auspacken. Und gucken, was für Figuren wir da sammeln. Ich fürchte, das geht jetzt wieder nicht. Doch. Okay, und dann haben wir... Hätten wir noch eine Schatzkarte, okay. Die sollte sie da eigentlich wegräumen. Ja, gucken wir da erstmal, was da passiert. Aber du bist doch nicht ausgeschlafen. Ja, nicht so wirklich. Dann kann ich sie auch noch mal ins... Ist das Klo kaputt? Oh nein. Oh nein. Dann weißt du ja, was du zu tun hast. Wir müssen dann irgendjemandem jetzt noch mal so Handwerkerkram beibringen. Das kann ja jetzt keiner mehr, wenn Louis nicht mehr da ist. Mist. Okay. Du brauchst auch Frühstück und Musik. Ach, Grace bedient sich auch schön, aber am Kuchen immerhin. Und
nicht an den etwas nahrhafteren Sachen. Dann, warte mal. Kann sein, dass Klassik vielleicht nicht so viel Spaß bringt wie andere Sachen? Clarence sollte vielleicht ein bisschen baden. Das könnte gefährlich werden. Oh, sie aber auch. Sie aber dringender als Clarence, deswegen lasse ich ihr dann mal den Vortritt. Dann, sollte Clarence... Warte mal, Clarence könnte dann hier... Oder kann er hier dann den Kürbis machen? Macht ihm das Spaß? Er hat das ja jetzt noch gar nicht gemacht. Ja, können wir mal testen, ob ihm das dann vielleicht Spaß macht. Das wäre ja super praktisch. So, dann gehst du auch nochmal ins Bett und wir schauen, was passiert, wenn wir hier noch ein bisschen weiter vorspulen und bis alle wieder aufwachen. Oh mein Gott. So, wie aufregend. Hier ist bestimmt schön warm, so über dem Stall. Da ist es doch wie eine Heizung. Praktisch. Wirklich praktisch. Und hier neben dem Stall auch. Das ist ein bisschen schade, dass hier dann nicht das Wohnzimmer ist oder so. Kein Wohnraum, sondern halt diese Sache. Aber, also das Treppenhaus wollte ich eigentlich sagen. Aber ist ja egal. Ist ja nicht in Wirklichkeit so. Wenn wir jetzt statt dem Wäsche-Accessoire-Pack vielleicht auch wirklich ein Öko-Accessoire-Pack bekommen hätten, dann hätte das vielleicht auch ja eher eine Rolle gespielt, aber so eher nicht. So, Clarence, da können wir... Ach, guck mal, genau, sie geht schon baden. Ich hoffe, dass Louis da jetzt nicht reinplatzt. Ah, ich glaube nicht, das könnte passen. So. Macht das Spaß? Er klingt nicht so glücklich. Ich glaube nicht wirklich. Machst du noch weiter, oder? Ich habe nicht so den Eindruck, dass ihm das wirklich großen Spaß macht. Und, aber cool ist es schon. Doch, es macht ihm Spaß. Wenn er was macht, dann macht es ihm auch Spaß. Das ist ja geil. Das ist schon cool, dass sie jetzt sowas auch machen können, was halt, also was wir halt hier in der Zeit auch machen können, finde ich. Oh, Rablish Giraffe. Und? Ja, das wird doch. So, dann können wir nochmal nach den anderen beiden gucken. Hier mit Baden und was machst du? Das sieht doch gut aus. Ach, sie ist schon auch süß, doch. Oh. Ja. Ja, und das wäre jetzt halt so die Zeit gewesen, also beziehungsweise das wäre jetzt eigentlich auch immer noch die Zeit gewesen, wo man immer noch kein Radio hat. Zumindest in Deutschland. Eher nicht, also in diesen Verhältnissen auf jeden Fall nicht. So, Rosie kommt dazu. Okay, was kannst du denn dann jetzt noch machen? Vielleicht noch ein Buch lesen oder so. Und noch ein bisschen weiter zuhören. Bis sie dann in die Schule muss, was jetzt aber auch eigentlich schon direkt ist. Sie hätte noch Hunger gehabt. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Aber das ist ja auch immer nicht so schlimm. Also da kann man ja dann in der Schule zur Not immer noch was essen. So, und Clarence hat jetzt leider auch irgendwie... Naja, es hat ein bisschen geholfen, aber er hätte noch baden müssen. Das muss er dann heute Abend machen. Ich finde das ganz cool. Also so als Activity, so für Kinder, keine Ahnung. So, du, Louis ist jetzt auch schon wach. Ist auch schon fleißig. Dann kann er hier unten direkt weitermachen. Denn die Kühe sind auch wieder hungrig. Aber er kriegt das alles noch ganz gut hin, würde ich mal sagen. Das ist echt erstaunlich. Danach muss er dann aber selbst das Bad benutzen. So. Ja, dann... Warum... Du musst auch noch in die Schule, oh. Was ist denn für eine... Hätte er schon wieder Glückwunsch zur Beförderung gesagt? Komisch, okay. Dann, Mary Grace, ist auch für dich jetzt Zeit, in die Schule zu gehen. Dein erster Tag in der Oberstufe. Genau, da freust du dich doch schon drauf.
Die anderen beiden hier, die könnten noch mal ein paar Freundschaften schließen vielleicht. Und du solltest dich dann jetzt aber auch aufmachen, ne? Na komm. Wenn wir das hier vielleicht mal ausschalten. Dann geht sie bestimmt gleich. Und Louis ist fleißig. Und Clara schläft als einzige noch. Da haben wir aber auch, glaube ich, noch gar keine Aufgabe gegeben, deswegen... So, dann... Hier, bitte. Der Tag beginnt. Wenn du denn mal aufstehen würdest. So, dann ist jetzt aber auch der Part schon wieder rum. Ich hätte nicht gedacht, ganz ehrlich, dass Louis noch so lange durchhält. Ich bin wirklich erstaunt, dass das, Clara will irgendwie nicht aufstehen. Gut, aber ich hätte, naja, nicht gedacht, dass Louis noch so lange durchhält. Das ist echt cool. Vor allem ist ja William Jr. auch schon jetzt echt lange weg. Also, das, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das, ja, finde ich krass. Nicht schlecht. Ziemlich cool. Aber schade eben mit dem Grabstein. Naja, dann, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Dann geht es weiter. Und dann haben wir vielleicht auch hoffentlich mal ein bisschen Zeit für Ruthie, dass sie hier ihre Leute einladen kann und endlich mal jemanden kennenlernen kann. Denn sie ist ja jetzt mittlerweile auch schon, ja, etwas fortgeschritten in ihrem Alter und hat noch nie ihre romantischen Bedürfnisse irgendwie erfüllen können. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!